Die Teleakademie ist heute beim Zukunftsmarkt 2015 in Bühl. Professor Dr. Nico Pech lehrt seit 2010 am Lehrstuhl für Produktion und Umwelt der Universität Oldenburg. Er ist ein renommierter Nachhaltigkeitsforscher und Vorsitzender der Vereinigung für ökologische Ökonomie. Professor Dr. Nico Pech spricht zum Thema Befreiung vom Überfluss auf dem Weg in die Postwachstumsökonomie. Ich möchte zunächst einmal eine kleine Einleitung geben. Dann möchte ich das neue Forschungsfeld der Postwachstumsökonomik, das klingt zunächst einmal wie ein sperriger Begriff, vor Ihnen ausbreiten und vor allem die wichtigsten Forschungsfragen und Ergebnisse ganz kurz zur Besichtigung freigeben. Daran anknüpfen möchte ich, und das ist auch schon der dritte und dann letzte Teil meiner Ausführung heute, möchte ich die Möglichkeiten und Voraussetzungen einer Wirtschaft ohne Wachstum mit Ihnen diskutieren. Nun, zunächst einmal, die Postwachstumsökonomik ist eine ökologisch orientierte Teildisziplin der Wirtschaftswissenschaften, die sich vor allem beschäftigt mit der Frage, was dran ist an der These, dass man also ohne wirtschaftliches Wachstum nicht glücklich sein kann oder für soziale Gerechtigkeit sorgen kann oder überhaupt für ökonomische Stabilität Vorschub leisten kann. Die Postwachstumsökonomik versucht ganz im Umkehrschluss eigentlich, die Möglichkeiten aufzuzeigen, die sich bieten, auch ohne wirtschaftliches Wachstum ein modernes Konzept der Versorgung aufzubauen. Darüber hinaus beschäftigt sich die Postwachstumsökonomik zunächst einmal mit der Frage, was eigentlich die nicht mehr hintergehbaren Gründe dafür sind, dass eine Wirtschaft ohne Wachstum so oder so Realität wird. Weiterhin zählt zu den Forschungsinteressen oder basalen Grundlagen der Postwachstumsökonomik die analytische Beantwortung der Frage, warum moderne Gesellschaften offenkundig unter einem Wachstumszwang stehen, was es ja für uns sehr, sehr schwer werden lässt, überhaupt die Vorstellung zu entwickeln, dass wir auch ohne wirtschaftliches Wachstum leben könnten oder uns sogar wiederfinden könnten in einem ökonomischen Zustand, von dem sich sagen lässt, dass dann die Produktionsmengen und damit logischerweise auch die Konsummengen sehr viel geringer sind, als wir es derzeit gewohnt sind, wohlgemerkt in Mitteleuropa. Ich rede nicht von Afrika, Asien oder Lateinamerika. Diese Kontinente werde ich sicherlich ein ums andere Mal im Zuge meiner Ausführung auch erwähnen. Ganz zu Beginn möchte ich drei Thesen wagen, die so etwas wie einen roten Faden bilden. Zunächst einmal, wer heute überhaupt noch die Frage stellt, ob eine Wirtschaft ohne Wachstum machbar, wünschenswert oder vielleicht auch in Einklang zu bringen sei mit dem, was wir uns unter moderner Freiheit vorstellen, oder ob der Kelch der Reduktion nicht nochmal an uns vorbeiziehen könnte, nämlich deshalb, weil es uns gelingen könnte, auf Basis technischen Fortschritts, das heißt mit Hilfe vieler Produkt- und Technologieinnovation, ein neues, ein grünes, ein ökologisiertes Wachstum zu erzeugen, das auf der einen Seite den Vorteil hat, alles so zu belassen, wie es ist, gerade in der Mobilität, im Konsum oder auch sonst in der Inanspruchnahme industriegemachter Bequemlichkeiten, aber gleichzeitig eben über den technischen Fortschritt erwirkt, dass die Ökosphäre entlastet wird. Und zwar so tiefgreifend entlastet wird, dass wir tatsächlich Enkeltauglichkeit, wie der Vormut Menze das formulierte, erlangen können. Enkeltauglichkeit würde bezogen auf Klimaschutz heißen, dass jeder Mensch auf diesem Planeten pro Jahr noch 2,7 Tonnen CO2 verursachen dürfte. Ganz gleich, ob eben durch Mobilität, Konsum oder durch andere Inanspruchnahmen eben industriell erzeugter Leistungen. Und das ist ein verdammt hartes Ziel, denn wir liegen in Europa im Durchschnitt bei deutlich über 10, teilweise sogar über 12 oder über 15 Tonnen. Deswegen haben wir da wirklich ein richtiges Reduktionsprogramm vor uns. Der Streit hingegen lautet, können wir dieses Reduktionsprogramm sozusagen delegieren an die Technik oder müssen wir es selber ausführen? Gibt es so etwas wie eine Drecksarbeit der nachhaltigen Entwicklung, die wir auf uns nehmen müssen, die uns keiner abnimmt? Das ist in der Tat die These, die ich hier also vertrete. Das heißt, wer die Frage stellt, ob wir noch eine Wahl haben zwischen einer Wirtschaft ohne Wachstum, die sehr viel kleiner ist, oder einem technisch optimierten Komplex von grünem Wachstum, begibt sich mitten in eine Gespensterdiskussion. Wir haben bestenfalls noch die Wahl, jetzt schon vorsorglich einzuüben, zu erproben und in Form von übertragbaren Schablonen zu etablieren, was dann gebraucht wird, wenn die Wirtschaft zusammenbricht, oder
so weiterzumachen wie bisher und es dann aushalten zu müssen, dass schicksalhaft gegen unseren Willen Bedingungen über uns hereinbrechen, die gar nichts anderes mehr zulassen als eine erstens nicht mehr wachsende und zweitens sehr viel kleinere Wirtschaft. Tatsächlich ist in der Anmoderation von Frohmuth Menze der Fall Griechenland genannt worden, der nun das beste Beispiel dafür bietet, was einem widerfährt, wenn man unvorbereitet in eine Krise stolpert. Und deshalb bedeutet eine Wirtschaft ohne Wachstum heute keineswegs einfach nur Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen zu praktizieren, sondern etwas für sich selbst zu tun. Resilienz ist ein Stichwort, das immer häufiger also in den Gefilden der Nachhaltigkeitsdiskussion auftaucht. Und die Resilienz, als Fremdwort erstmal ein bisschen abstrus, bringt einfach nur zum Ausdruck, dass Menschen und von Menschen gemachte Systeme krisenstabil werden müssen. Aber Krisenstabilität, Unanfechtbarkeit, Autonomie, ja, auch Unerpressbarkeit durch Konzerne oder durch die Macht der Banken, dies alles kriegt man nicht zum Nulltarif hin. Das heißt, diese Krisenstabilität, diese Resilienz, diese Autonomie setzt voraus, die Ansprüche zu reduzieren auf genau das Maß an Konsum und Mobilität, das auch dann noch stabilisiert werden kann, wenn die nächsten Finanzkrisen, die nächsten ökologischen Krisen, vor allem aber die nächsten Ressourcenkrisen oder auch Sinnkrisen Platz greifen. Gut, die zweite These lautet eben, wenn wir unsere Ansprüche an materielle Selbstverwirklichung reduzieren, ist das kein Gang nach Canossa, also eine Verzichtsleistung, sondern das kann auch eine Form der Befreiung vom Überfluss bedeuten. Das heißt, eine Vereinfachung, eine stärkere Übersichtlichkeit, eine Entschleunigung unseres Lebens, dergestalt, dass wir mehr Orientierung und vielleicht sogar mehr psychische Stabilität haben in dieser Gesellschaft und auch mehr Gesundheit. Diese Gesellschaft wird zusehends krank, weil wir falsch leben. Nicht etwa nur, weil es uns an Bewegung mangelt und weil unsere Ernährung alles andere als gesund ist, sondern weil unsere Arbeit, unsere Tätigkeiten, die Reizüberflutung, die hohe Ereignisdichte, weil dies alles zu einer immer stärkeren Entfremdung führt. Entfremdung von den Dingen, die wir tun. Wir haben keine Selbstwirksamkeit, keine Erfolgserlebnisse mehr. Wir sind ein Rädchen in einem mechanischen oder digitalen Getriebe. Und das merkt man selbstverständlich auch in allen Bildungseinrichtungen. Gut, damit also könnte man den Schluss ziehen, dass also eine Postwachstumsökonomie, die in der Tat viel bescheidener ist, was die Konsumausstattung anbelangt, wohlgemerkt, gemessen an dem Standard, den wir jetzt in modernen, prosperierenden Konsumgesellschaften so festmachen können, aber zugleich ist das nicht nur kein Verlust an Glück, Zufriedenheit oder sonstiger Form an individuellem Wohlbefinden. Es kann sogar bedeuten, dass die Mehrheit der Menschen in der Bundesrepublik oder in ähnlich hochentwickelten Industriestaaten sich sogar besser fühlt. Es gibt ja, wie Sie wissen, nicht nur in den Wirtschaftswissenschaften, sondern auch in der Philosophie, in der Psychologie und in der Kultursoziologie sogenannte Glücksforschung. Da wird ernsthaft versucht, mit analytischen, empirischen Mitteln herauszufinden, ob die Menschen nun tatsächlich seit dem Zweiten Weltkrieg glücklicher geworden sind. Weil ja seit dem Zweiten Weltkrieg das Bruttoinlandsprodukt immens gestiegen ist. Daran ändern die vielen kleinen Dellen, also die konjunkturellen Krisen, die wir erlebt haben, etwa in den 70er und 80er Jahren, überhaupt nichts. Das heißt also, im Längsschnitt ist also quasi die Produktion jeder Volkswirtschaft in Europa grassierend gewachsen. Und das Bruttoinlandsprodukt eben, das ich gerade kurz erwähnt habe, ist eben ein Maß für die Summe aller pro Jahr erzeugten Waren einer Volkswirtschaft, bewertet auf Basis des Preises, den diese Dinge erzielen. Das ist also ein Maß für das materielle Wohlergehen, für die Verfügbarkeit jeglicher Formen an materialisierter Freiheit. Und obwohl dieses Maß anzeigt, dass wir im Durchschnitt überall reicher geworden sind, auch die Ärmsten der Armen in Europa haben über die Jahrzehnte hinweg Zuwächse an Verfügbarkeit, an Gütern und so weiter erzielt. Obwohl das so ist, stagniert das, was man unter Glück oder Zufriedenheit verstehen könnte, schon seit einiger Zeit auf einem bestimmten Niveau. Und ich behaupte, dass jetzt der Punkt erreicht ist, an dem nicht nur eine Stagnation des Glücks bei weiterem Wirtschaftswachstum zu beobachten ist oder sein wird, sondern vielleicht sogar ein glückszerstörerischer Effekt weiteren wirtschaftlichen Wachstums ebenfalls beobachtbar sein wird, weil wir unter Konsumverstopfung leiden, weil wir gar nicht mehr in der Lage sind,
sinnlich und kognitiv überhaupt noch stressfrei abzuarbeiten, was wir uns längst kaufen können. Zumal ja die Kaufkraft im Durchschnitt, wie ich das gerade beschrieben habe, in Europa eklatant gestiegen ist. Gut, das sind so erstmal die Thesen zur Einleitung. Ich möchte jetzt in dem zweiten Teil meiner Ausführung eben auf die drei wichtigen Forschungsbereiche der Postwachstumsökonomik zu sprechen kommen und will da nur selektiv die Dinge hervorheben, die vielleicht heute an einem schönen Sonntagnachmittag von Interesse sind, will sie also jetzt nicht traktieren mit irgendwelchen mathematischen oder sonstigen schwierigen empirischen Befunden. Nun, wie ich schon sagte, die Postwachstumsökonomik stellt erneut die Frage, die schon vor 40 Jahren vom Club of Rome erstmals in die Diskussion eingebracht wurde: Gibt es Grenzen des Wachstums? Na gut, es ist vielleicht eine rhetorische Frage, zumindest wenn wir uns die ökologischen oder die umweltbasierten Grenzen vergegenwärtigen. Diese ökologischen Wachstumsgrenzen, auf die ich gleich ganz kurz eingehen werde, die machen uns deutlich, dass weiteres wirtschaftliches Wachstum schlicht und ergreifend unverantwortbar ist. Wie können aufgeklärte Menschen so über ihre Verhältnisse leben, dass ihnen eingedenk ihres Bildungsgrades vollkommen klar sein muss, dass sie nachfolgenden Generationen keine Chance lassen? Aufklärung heißt für mich, ökologische Grenzen in jeder Hinsicht zu respektieren und das Menschenmögliche zu tun, um diese Grenzen einzuhalten. Und es reicht dann nicht aus, auf die Technik zu verweisen. Dies ist der Punkt, den ich gleich vorhabe zu vertiefen. Nun gibt es eine zweite Kategorie von Wachstumsgrenzen, die uns deutlich machen, dass weiteres Wirtschaftswachstum auch ohnehin überhaupt nicht aufrecht zu erhalten ist, überhaupt nicht stabilisiert werden kann. Das sind Wachstumsgrenzen, die damit zu tun haben, dass jene mineralischen und energetischen Substanzen, also Stoffflüsse, die nötig sind, um moderne Produktion, aber auch moderne Dienstleistungsherstellung oder Entwicklung überhaupt aufrechtzuerhalten, durchzuführen, dass diese Substanzen knapp werden, historisch einmalig knapp werden. Wir stehen vor Ressourcenengpässen, die so noch nie in dieser Form irgendwie antizipierbar waren. Dann gibt es eine dritte Kategorie von Wachstumsgrenzen, aus denen wir lernen können, was ich gerade schon in einigen Nebensätzen habe anklingen lassen, nämlich, dass wirtschaftliches Wachstum auch den Menschen nicht notwendigerweise gut tut. Das heißt, wir erleiden derzeit psychische Wachstumsgrenzen. Das kann man an vielen Indikatoren festmachen. Etwa in einem Jahrzehnt ist die Anzahl der Antidepressiva-Verschreibungen in der Bundesrepublik verdoppelt worden, nämlich in der Zeit von 2000 bis 2010. Das ist genau das Jahrzehnt, in dem wie noch nie zuvor in der Geschichte Deutschlands, aber auch Europas, sich all jene Wohlstandsartefakte, die vormals nur finanzierbar waren, für eine Elite, sich regelrecht demokratisch verbreiten ließen. Jeder Mensch, ob 80 Jahre alt oder 6 Jahre alt, kann sich ein Smartphone leisten neuerdings, kann sich die Flugreise nach Mallorca leisten, die weniger kostet als die Bahnfahrt, die ich bezahlen muss, wenn ich heute von Bühl zurückfahre nach Oldenburg mit Bahncard 50. Ja? Flachbildschirme, unendliche Mengen an Textilien, die Inanspruchnahme von Catering und so weiter, Fastfood, all diese Dinge, ja, die das Leben so bequem, so einfach und so technisch aufgerüstet machen, auch natürlich andere Formen von Mobilität außer Flugreisen, das ist alles so spottbillig geworden, dass eigentlich dieser Menschheitstraum der Sozialpolitik, der da immer hieß, Wohlstand für alle, jetzt Realität ist. Und was passiert? Wir brauchen immer mehr Chemikalien, um irgendwie so etwas wie ein psychisches Gleichgewicht herzustellen. Und die Depression als ein Symptom dafür, dass es modernen Konsumgesellschaften offenbar doch nicht so gut geht, ist ja nicht das Einzige. Das Burnout-Syndrom beschäftigt immer häufiger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Ratgeber und Ratgeberinnen und vor allem Personen, die also im Personalmanagement tätig sind, weil immer häufiger gerade auch hochrangige Entscheidungsträgerinnen und Träger einfach wegbrechen, wie es so schön heißt. Gut, dann die vielen Aufmerksamkeitsdefizitsphänomene in den Schulen, aber auch an den Hochschulen. Und schließlich eine digitale Überlastung. Mein Kollege Spitzer von der Uni Ulm nennt das digitale Demenz. Und zum Glück ist das Buch, das dann so hieß, ein Bestseller geworden, denn dieses Thema, das wird uns schon noch einige Zeit verfolgen. Also weiteres wirtschaftliches Wachstum ist nicht verantwortbar, es ist sowieso nicht durchführbar und drittens, es ist nicht wünschenswert. Was wollen wir denn noch für Gründe, um uns klarzumachen, dass eine Wirtschaft ohne Wachstum letzten Endes nicht irgendwie eine schwere Bürde ist, sondern vielleicht ein Mehr an Aufklärung, ein Mehr an Freiheit und ein Mehr
an Verantwortung bedeutet. Ich möchte auf diese drei Wachstumsgrenzen noch ganz kurz etwas näher eingehen. Vor allem die ökologische Wachstumsgrenze erscheint mir wichtig, denn ich hatte es gerade schon an einer früheren Stelle meiner Ausführung ganz kurz gesagt, wir stehen ja an einem Wendepunkt. Die einen, die sich also betätigen, sowohl praktisch als auch theoretisch in der Umsetzung von Nachhaltigkeit, behaupten, man könne über ökologische Effizienz, das heißt über neue Antriebe von Maschinen, von Motoren oder auch über optimierte Gebäude oder über optimierte Produktionsverfahren erwirken, dass derselbe Wohlstandsoutput, den wir so produzieren, auf Basis einer halbierten oder sogar um den Faktor 5 verkleinerten Menge an ökologisch relevanten Ressourcen hergestellt werden kann. Nicht? Das ist das Wunder der Effizienz, das seit 30 Jahren von vielen meiner Kolleginnen und Kollegen und sonstigen bekannt gewordenen Publizisten im Nachhaltigkeitsdiskurs, propagiert wird. Diese Effizienzrevolution ist nicht nur ausgeblieben, es ist sogar so, dass überall dort, wo man investiert hat in neue Produkte, Technologien, um der Effizienz willen, dass da zuweilen über die Hintertür mehr und neue Schäden entstanden sind und keineswegs erreicht wurde, dass die Ökosphäre entlastet werden konnte. Der zweite Trick, der oft ins Feld geführt wird, um zu belegen, dass allein eine technische Revolution den Job machen kann, wenn ich das mal so sagen darf, nämlich eine Welt herstellen könnte, in der wir es schaffen, mit 2,7 Tonnen CO2 pro Kopf und Jahr auszukommen, ist die sogenannte ökologische Konsistenz. Wieder so ein blödes Fremdwort, keine Angst, ich erkläre das gleich. Damit ist gemeint, Null-Emissionssysteme aufzubauen, Produkte so zu designen, Technologien so zu entwickeln und Energie und Mineralien so umzuwandeln und auszuwählen, dass jeder Akt des Produzierens und Konsumierens niemals einen ökologischen Schaden verursacht, sondern dass alles, was dann noch übrig bleibt nach einem Konsumakt oder nach einem Vorgang des Produzierens, eben kein Abfall ist, sondern Nahrung sogar darstellt für weitere Produktion. Und das kommt Ihnen bestimmt bekannt vor. Die sogenannten geschlossenen Kreisläufe sind ein gutes Beispiel dafür. Also Waren so zu produzieren, dass also alle Inputs und alle Module entweder biologisch abbaubar sind und auf diese Weise keinen Schaden anrichten können, oder aber die Designs der Produkte so beschaffen sind, dass wenn etwas kaputt geht, dass das zerlegt werden kann in viele einzelne Bestandteile, stoffliche Fraktionen, Module und so weiter, die dann quasi in demontierter Form wieder abfalllos eingespeist werden können in neue Prozesse des Generierens von ökonomischen Werten und die regenerative Energie. Ein angebliches Null-Emissionssystem. Naja, Landschaften sind keine Emissionen, wenn man sie zerstört, oder? Gut, also auch diese Energieform bekommt man offenbar nicht zum ökologischen Nulltarif. Alle Versuche über geschlossene Kreisläufe, regenerative Energieträger oder eben Investitionen in effizienzverheißenden technischen Fortschritt, all dies hat nichts gebracht. Im Gegenteil, die ökologische Zerstörung wächst mit einer Affengeschwindigkeit, obwohl wir jedes Jahr neue Rekorde aufstellen, überall auf dieser Welt, was die Verfügbarkeit, was die Menge und auch was den Innovationsgrad anbelangt, vermeintlich nachhaltiger, klimaschonender Produkte, Technologien, Infrastrukturen, Produktionssysteme und so weiter und so fort. Woran liegt das? Es ist schon theoretisch gar nicht darstellbar, das wirtschaftliche Wachstum zu entkoppeln von ökologischen Schäden. Wer das Bruttoinlandsprodukt, um das es ja immer geht, das ja weiterhin gesteigert werden soll, gerade aus der Perspektive eines vermeintlich ökologischen oder grünen Wachstums, wer also dieses Bruttoinlandsprodukt steigern will, muss sich mit zwei Effekten auseinandersetzen. Zunächst einmal ist es so, dass man ohne zusätzliche Produktion keinen Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes erwirken kann. Was können das für Produkte und Dienstleistungen sein, von denen man immer mehr produzieren kann, ohne die Ökosphäre zu schädigen? Mir ist bis heute kein Beispiel bekannt. Auch Windkraftanlagen, Elektromobile, solarthermische Anlagen, ökologische Textilien, selbst die Waren, die ein Demeterhof verkauft, der ja auch Mechanik braucht, der ja auch einen LKW braucht, der ja auch eine Kühlkette hat. Nichts davon ist gänzlich zum ökologischen Nulltarif zu haben. Das spricht indes nicht gegen solche Lösungen. Es spricht aber gegen die durchgeknallte Vision, sich einzubilden, man könne diese Dinge immer weiter steigern auf einem endlichen Planeten, um dann ein irgendwie geläutertes wirtschaftliches Wachstum hervorzurufen.
Das heißt, von der reinen Entstehungs- oder Produktionsseite her des wirtschaftlichen Wachstums besteht theoretisch keine Chance, die Ökosphäre unbelastet irgendwie zu verwenden, weil moderne arbeitsteilige Produktion immer bedeutet, den Raumwiderstand zu brechen. Und das ist ein thermodynamisches Problem. Wenn hier an der einen Stelle der Verbrauch von Waren stattfindet und an einer anderen Stelle die Produktion und dazwischen eben nicht nur Entfernung zu überbrücken sind, sondern eine Logistik, Lagerung, Weiterverarbeitung, Spezialisierung in der Produktion nötig ist, dann wird auf diese Art und Weise eine Materialisierung der Produktion vorgenommen, die man auch dann nicht irgendwie ja, ökologisieren kann, wenn am Ende Windkraftanlagen, Elektromobile, Green IT oder ökologisch erzeugte Unterhosen rauskommen. Das macht keinen Unterschied. Trotzdem, ich sage es nochmal, ist das keine Rede gegen also ökologischen Fortschritt im Produktdesign. Und selbst wenn dies gelingen könnte, haben wir damit immer noch nicht den Beweis erbracht, dass ein ökologisches Wachstum dabei herausgekommen ist. Warum nicht? Weil dann, wenn man das Bruttoinlandsprodukt steigern will, ich sagte es bereits, noch ein zweiter Effekt einzubeziehen ist. Es ist nämlich nicht möglich, das Bruttoinlandsprodukt zu steigern, ohne mehr Kaufkraft in die Volkswirtschaft einzuspeisen, was im Übrigen auch der wichtigste Grund dafür ist, dass alle Welt nach mehr Wachstum ruft. Aber was tun wir denn, wenn das Bruttoinlandsprodukt, nehmen wir mal an, um 1.000 Euro gestiegen ist? Wo bleiben diese 1.000 Euro? Haben Sie schon mal erlebt, dass irgendjemand, der 1.000 Euro mehr verdient hat, sagt, aus Gründen des Umweltschutzes verbrenne ich die Geldscheine im Gegenwert von 1.000 Euro oder tapeziere damit Wände? Natürlich nicht. Das ist ja gerade das, was man sich davon verspricht, dass die Wirtschaft wächst, nämlich dass irgendwer irgendwie sich was Neues kaufen kann. Und diese zusätzliche Kaufkraft zu dematerialisieren ist praktisch unmöglich in einer Demokratie ohnehin. Wie will man denn Menschen, die in vermeintlich grünen Branchen oder Unternehmungen neue Arbeitsplätze gefunden haben, sodass sie dann das abschöpfen, was an zusätzlicher Kaufkraft über Wirtschaftswachstum in die Welt kommt, wie will man denn die dazu zwingen, nicht zu fliegen, kein Auto zu benutzen, Fleisch zu essen oder zu zweit in einem 160 Quadratmeter großen Einfamilienhauskomplex zu wohnen? Geht doch nicht. Ginge nicht mal in der Ökodiktatur. Das heißt also, wir haben zwei unlösbare Probleme, wenn wir versuchen, auch nur theoretisch darzustellen, wie es funktionieren könnte, das Bruttoinlandsprodukt zu steigern und gleichzeitig die Ökosphäre nicht zu belasten. Tatsächlich aber, und jetzt lege ich ein Brikett drauf, das Problem wird dann noch schwieriger, müssen wir ja nicht nur dafür sorgen, dass weiteres wirtschaftliches Wachstum die Ökosphäre nicht belastet. Nein, die Ökosphäre muss entlastet werden. Nochmal, wir liegen in Europa pro Kopf mit unseren CO2-Emissionen jährlich bei weit über 10 oder 11 Tonnen und müssen runter auf 2,7 Tonnen. Das heißt, die Anforderung an grünes Wachstum, an qualitatives Wachstum, an Dekarbonisierung, an die nächste ökologische industrielle Revolution oder wie man diese Vision nennt. Die Anforderung lautet, dass trotz wachsender Wirtschaft die Ökosphäre entlastet werden muss. Das erinnert mich an einen Werbespruch einer Molkerei, die in Süddeutschland ihr Unwesen treibt. Dieser Werbespruch lautet, friss das Doppelte und nimm ab dabei. Das hat denen noch nie einer geglaubt. Ja? Aber die sollten dann auch Ökonomen nicht glauben, wenn die ihnen sagen, es wäre möglich, die Wirtschaft gleichzeitig wachsen zu lassen und die Ökosphäre zu entlasten. Jetzt komme ich zu den beiden anderen Wachstumsgrenzen, die ich angesprochen habe, will mich da aber etwas kürzer fassen. Die zweite Wachstumsgrenze, wie ich bereits bemerkte, dreht sich um einen Begriff, der Ihnen in den Medien schon öfters begegnet ist, nämlich Peak Everything. Das sind die von mir heute schon so bezeichneten historischen Engpässe, was die Ressourcen anbelangt, ohne die wir überhaupt nichts wachsen lassen können auf diesem Planeten. Das ist übrigens nicht nur Rohöl, das sind auch Flächen, das sind viele Metalle, das sind seltene Erden. Und wir waren noch nie zuvor so abhängig von genau jenen Substanzen, die immer knapper zu werden drohen. Die eklatanteste Knappheit, die weiteren Wachstumsträumen in die Quere kommt, ist nach wie vor das Rohöl. Das erzähle ich Ihnen deshalb so deutlich hier, weil ja oft geglaubt wird, man könne durch das Fracking etwa, das zunächst hier in Amerika für viel Verwüstung sorgt, könne man auch in Europa wieder rankommen, also an neue Ölvorräte. Dieser Fracking-Zauber in den Vereinigten Staaten entpuppt sich als eine Chimäre. Wir erleben nämlich jetzt schon, dass die meisten am Fracking beteiligten Firmen überhaupt nicht in der Lage sind, die Kosten zu decken. Eine neue Fördertechnologie zur Gewinnung neuer fossiler Rohstoffe,
Das ist ein ökonomisches Gesetz, gegen das man überhaupt nichts unternehmen kann. Dies alles lohnt sich immer genau nur dann, wenn der Preis für diese verknappte Ressource entsprechend hoch ist. Und das Paradoxe, was man jetzt gerade erlebt in den Vereinigten Staaten, ist, dass die Fracking-Technologie zu einer Entknappung des Faktors Rohöl führt, wodurch der Preis sinkt, und zwar unter das Niveau, das man haben muss, um die betriebswirtschaftlichen Kosten des Fracking zu decken. Das ist wie ein Sketch. Und dementsprechend sind die Schulden, die inzwischen in Amerika aufgetürmt wurden, von den angehörigen Unternehmungen der sogenannten Shale Gas Industry, so nennt man das dort, die Schulden sind astronomisch betragen in etwa, das ist eine grobe Schätzung, mehr als 400 Milliarden Dollar. Das können die nie wieder einspielen. Daraus folgt aber etwas ganz Wichtiges, auch für uns. Es könnte passieren, dass dieses Fracking-Schauspiel wie eine Blase platzt. Und wenn das der Fall ist, werden wir erleben, dass der Rohölpreis möglicherweise mit einer Dynamik ansteigt, wie wir das noch nie erlebt haben. Wir haben ja immerhin schon drei Ölkrisen hinter uns. 74, 75, 79 und 2008. Das war der Vorabend der Finanzkrise, als der Preis für ein Barrel Rohöl für kurze Zeit hochschnellte auf 147 Dollar. Dass er da nicht geblieben ist, hatte nur einen Grund, nämlich dass die Finanzkrise Platz griff und deshalb der Rückgang der Produktion und Nachfrage auch die Nachfrage nach Öl reduzierte, also ging der Preis wieder runter. Das kann aber jederzeit wieder von vorne passieren, nämlich dann, wenn die Fracking-Blase platzt. Das hat nicht nur ökonomische, das hat sozialpolitische Konsequenzen. Da bin ich tatsächlich beim Vortrag von Raphael Fellmer. Wie muss man denn leben in einer Welt, in der man möglicherweise Sprit nicht mehr bezahlen kann, sich ein Auto gar nicht mehr leisten kann, auch Flugreisen überhaupt nicht mehr bezahlbar sind, auch jene Nahrungsmittel zu teuer werden, die an so langen Transportketten dranhängen, dass, wenn dann der Rohölpreis steigt, selbstverständlich auch die Nahrungspreise mitsteigen. Dann ist Genügsamkeit, dann sind also Versorgungsformen, die sich ein Stück weit abkoppeln von Industrieproduktion und von der Geldwirtschaft, dann sind die das letzte Mittel, das wir noch haben, um in Würde, fröhlich und frei überhaupt noch zu überleben. Ja? Das heißt also, sich darauf vorzubereiten, ob man dann so leben möchte wie Raphael Fellmer, das sei dahingestellt. Aber zwischen der Art, wie die Menschen jetzt beispielsweise im Durchschnitt leben, und der Lösung, die Raphael Fellmer sehr eindrucksvoll ins Werk setzt, gibt es Zwischenstufen und es gibt auch kleinstufige Übergänge hin zu solchen Daseinsformen, die vielleicht nicht gänzlich von Konsum entfernt sind, aber die eben mit einem anderen Maß an Geldbedürftigkeit und Konsumbedürftigkeit darstellbar sind. Das ist mir wichtig bei der Diskussion der Ressourcengrenzen. Nun die dritte Wachstumsgrenze. Natürlich sind die drei Wachstumsgrenzen, die ich hier heute mit Ihnen diskutiere, nicht die einzigen, aber ich habe eben nicht alle Zeit der Welt. Die dritte Wachstumsgrenze soll dann auch überleiten zu dem ersten Grundpfeiler einer Wirtschaft ohne Wachstum. Ich hatte von psychischen Wachstumsgrenzen gesprochen und schon angemerkt, dass diese moderne Konsumgesellschaft speziell in der Bundesrepublik unter Konsumverstopfung leidet. Wir sind schon lange nicht mehr in der Lage, stressfrei zu verarbeiten, was uns die Märkte feilbieten und was wir auch in der Lage sind zu finanzieren. Das betrifft Jung, Alt und alle Altersgruppen, die dazwischen sind, und erstreckt sich über alle Sozialisation und auch Nischen dieser Gesellschaft. So ungerecht diese Gesellschaft immer noch sein mag, auch so ungleich verteilt das Einkommen und Vermögen auch sein mag. Wir haben eben, so nannte es der leider nicht mehr unter uns weilende deutsche Soziologe Ulrich Beck, einen Fahrstuhleffekt. Das heißt also, dass die Ungleichheit einer modernen Konsumgesellschaft zugenommen hat, gemessen an der Verteilung des Einkommens und des Vermögens, schließt gar nicht aus, dass das minimale Konsumniveau der Ärmsten der Armen auch tatsächlich schrittweise mit gestiegen ist. Diese psychischen Wachstumsgrenzen verweisen eigentlich darauf, dass wir als Wirtschaftswissenschaftler, das ist also jetzt meine Zunft, die ich damit anspreche, die Frage neu stellen müssen, was eigentlich Konsum mit Menschen macht, warum Menschen konsumieren und welche Engpässe einem Konsumenten in die Quere kommen, wenn er oder sie versucht, durch noch mehr Konsum noch glücklicher zu werden. Normalerweise sagt man, dass man zum Konsumieren Geld braucht, ist doch klar. Das ist ja die Logik des Konsums, nämlich eine Trennung der Sphäre des Verbrauchs von der Sphäre der Produktion. Und die Übergänge sind nur durch Geld darstellbar. Da ist ein Markt dazwischen. Wenn ich nicht das Geld habe, das Smartphone zu bezahlen, die Flugreise, das Steak oder den Flachbildschirm, dann habe ich Pech gehabt. Dann bin ich ausgeschlossen vom Konsum. Dann wird Geld zu dem Engpassfaktor, der Menschen davon abhält,
zu partizipieren am Reichtum der Gesellschaft oder überhaupt auch materielle Freiheit irgendwie nutzen zu können. Ich behaupte, ein anderer Engpass ist inzwischen viel wichtiger geworden, nämlich ein Zeitengpass. Es ist nicht möglich, eine Konsumhandlung auszuführen, ohne dem spezifischen Konsumobjekt oder der spezifischen Handlung knappe, danach unwiederbringlich verloren gegangene Aufmerksamkeit zu widmen. Und menschliche Aufmerksamkeit ist nicht ohne Zeit zu haben. Die physische Beschaffenheit des menschlichen Körpers und seiner Sinnesorgane, aber auch seiner kognitiven Fähigkeiten, dies alles zwingt uns dazu, die Dinge, die wir genießen wollen, die wir kaufen können, die der Reihe nach, also in einer Sequenz abzuschöpfen. Menschliches Multitasking ist nicht möglich. Das kann Ihnen jeder Neurobiologe genau erklären. Ein Homo sapiens ist bestenfalls in der Lage, auch wenn er noch so viel trainiert, mehr zu machen, aber ist bestenfalls in der Lage, zwei Dinge gleichzeitig auszuführen oder zwei Ziele wirklich zu verfolgen gleichzeitig. Und weil das so ist, haben wir eine Zeitknappheit, Konsumverstopfung und ich behaupte sogar auch, viele Depressionsphänomene, Burnout und Aufmerksamkeitsdefizitsyndrome haben mit Zeitknappheit zu tun. Wir sind umgeben von Zeiträubern. Überall werden wir mit Informationen regelrecht zugeschüttet über die digitalen Kommunikationskanäle, die uns die Zeit und Aufmerksamkeit stehlen, die wir brauchen, um andernorts noch stressfrei Dinge genießen zu können. Ja? Und die Zeitknappheit ist der Todfeind des Genusses. Gehen Sie mal in ein Wirtshaus und versuchen, die Zeitknappheit, mit der Sie konfrontiert sind, dadurch zu überwinden, dass Sie innerhalb einer halben Stunde 4 Gläser Wein trinken, in der Hoffnung, dass Sie dann in dieser Zeitspanne 4-mal so viel Genuss haben. Es funktioniert nicht. Genauso können Sie auf einer Landstraße, wenn Sie von Bühl nach Baden-Baden fahren wollen beispielsweise, nicht einfach 180 fahren. Sie riskieren Ihr Leben. Auch da sind Sie an einer physischen Grenze, die sich niederschlägt als Zeitknappheit. Auch in die Karibik zu fliegen heißt, Sie müssen da wohl einige Stunden in Kauf nehmen. Jede Vorbereitung eines einzelnen Konsumaktes kostet Zeit. Diese Zeit ist weg. Je mehr Optionen Ihnen zur Verfügung stehen, zwischen denen Sie wählen können, umso mehr Entscheidungsnöte, die Ihnen Zeit abverlangen, sind da, mit denen Sie konfrontiert sind. Sich heute ein neues Shirt zu kaufen, ist viel zeitaufwendiger als vor 40 Jahren, weil die Auswahl nicht so groß war. Es gibt einen berühmten amerikanischen Konsumpsychologen, der heißt Schwartz, und der hat ein Buch geschrieben, das heißt The Paradox of Choice. Der konnte zeigen, dass das, was alle Ökonomen und auch alle Philosophen immer für den Inbegriff der Freiheit gehalten haben, nämlich überall viel Auswahl präsentiert zu bekommen, dass das Menschen regelrecht fertig machen kann. Wenn Sie in einen Supermarkt gehen und wollen einfach nur Himbeermarmelade kaufen, es gibt aber 75 verschiedene Varianten von Himbeermarmelade, Konfitüre, Gelee und was weiß ich, ja, dann kann das passieren, dass Sie regelrecht kollabieren. Das heißt nicht, dass sie zusammenbrechen, sondern dass die Entscheidung kollabiert. Schwartz hat herausgefunden, dass es Menschen gibt, die drehen auf der Hacke um und flüchten und suchen sich ein kleines Geschäft. Also von der Art, wie wir früher sagten, wenn wir von Tante-Emma-Läden sprachen. Ja? Das ist nur ein Beispiel. Es gibt viele Beispiele dafür, die zeigen, wie sehr wir unter Zeitknappheit leiden und nicht mehr in der Lage sind, die Menge der Konsumgüter zu bewältigen, die wir uns inzwischen kaufen können. Das führt dann dazu, dass wenn wir den Tag betrachten, der 24 Stunden hat, abzüglich Essen, Schlafen, Körperpflege, Hygiene und so weiter, dass dann ein ganz bestimmtes Quantum an Zeitressourcen, das sich nicht vermehren lässt, einen Rahmen bildet. Einen Rahmen, den wir nutzen können, um ihn zu füllen mit Konsumhandlungen, die immer zeitraubend sein müssen. Und wenn man diesen Rahmen sozusagen überschreitet, kommt kein mehr an Glück und Zufriedenheit und subjektivem Wohlbefinden heraus, wenn wir noch mehr Geld zum Konsumieren haben, sondern dann fangen die Dinge an zu kannibalisieren. Dann ist der Kauf des einen Smartphones gleichbedeutend mit der Entwertung einer Jazz-CD, die ich anstelle des Nutzens dieses Smartphones hätte auskosten, nämlich virtuos im Sinne eines Konsumaktes hätte anhören können. Konsum ist virtuos, verlangt Zeit und Hingabe. Und wenn diese Hingabe dadurch gestohlen wird, dass ich abgelenkt werde, durch andere Möglichkeiten der Selbstverwirklichung, komme ich in ein Phänomen, das mein Kollege Matthias Binswanger aus der Schweiz bezeichnet hat als Tretmühlen des Glücks. Okay? In dieser Situation ist die Suffizienz
als ein Wesensprinzip jeder Wirtschaft ohne Wachstum, nämlich Selbstbegrenzung, nicht mehr Verzicht, sondern Selbstschutz vor Reizüberflutung. Es ist die Grundbedingung dafür, den Konsum wieder so zu erlernen und umzusetzen, dass er Spaß macht. Konsum kann nur Spaß machen, wenn er begleitet ist von einem Quantum an Zeit, sodass die einzelnen Konsumhandlungen eben wirklich ausgeschöpft werden können. Die Suffizienz bedeutet also, den Anspruch an materielle Selbstverwirklichung runterzufahren auf ein Niveau, von dem sich sagen lässt, dass man dann durch diese Selbstbeschränkung und durch diese Konzentration auf das Wesentliche tatsächlich die Zeit findet, um stressfrei all diese Dinge wirklich zum eigenen Wohlbefinden oder zum eigenen Glück auszuschöpfen. Und ich behaupte nun, das soll hier meine These sein, dass wir diese Grenze in Deutschland und anderswo in modernen Konsumgesellschaften um ein Vielfaches überschritten haben. Deswegen kann man nicht von Verzicht reden, wenn wir Konsumansprüche reduzieren, mit Ausnahme. Und das gilt auch für Deutschland. Wir haben prekär Beschäftigte, wir haben sogenannte arme Menschen vor uns, etwa Langzeitarbeitslose. Die meine ich nicht, wenn ich sage, dass die meisten sozusagen diese Grenze, diese psychische Grenze längst überschritten haben. Und ich meine auch nicht die Menschen im Sudan oder im Tschad, nicht, dass wir uns hier falsch verstehen. Aber die Mehrheit der Insassen moderner Konsumdemokratien sind von diesem Phänomen betroffen, aber sie mögen es nicht zugeben. Warum konsumieren wir trotzdem? Weil Konsum mehr ist als nur ein Instrument zur Beseitigung von Knappheiten oder zur Erfüllung einer messbaren Funktion. Konsum bedeutet Identität. Wir konsumieren, um uns darzustellen. Wir konsumieren, um nicht zurückzufallen hinter diejenigen, zu denen wir gehören wollen, zu denen wir kulturell anschlussfähig sein wollen. Sie kennen doch den Spruch von Tim Jackson, meinem Kollegen aus England, der immer sagt, wir konsumieren Dinge, die wir nicht brauchen, mit Geld, das wir nicht haben, um Leuten zu imponieren, die wir nicht mögen. Diese kultursoziologische Rekonstruktion des Konsums verhilft dazu, zu verstehen, dass es kein Widerspruch ist, dass wir reizüberflutet sind und trotzdem nicht so leicht rauskommen aus diesem Hamsterrad oder den Tretmühlen des Glücks, wie der Matthias Binswanger das eben benennt. Gut, die Suffizienz jedenfalls lässt sich nicht unbedingt auf individueller Ebene im stillen Kämmerlein umsetzen, nämlich die Rückkehr zum menschlichen Maß, sondern in Gruppen. Wir brauchen Nachhaltigkeitsprojekte, wir brauchen Netzwerke, wir brauchen vor allem auch Suffizienzpioniere. Dazu zähle ich den Raphael Fellmer. Wir brauchen Menschen, die wie er in den Medien und für andere anschaulich, glaubwürdig die darlegen, dass man tatsächlich in Gruppen sich gegenseitig darin bestärken kann, auf reduktive Weise glücklich zu sein, nicht zurückzufallen ins Mittelalter, sondern diese Beschränkung vorzunehmen, die nicht nur um der Einhaltung ökologischer Grenzen, sondern um des Selbstschutzes, um des individuellen Glücks unabdingbar sind. Das wäre die Anpassung der Nachfrageseite einer Wirtschaft, damit eine Postwachstumsökonomie möglich ist. Das nimmt uns keiner ab. Das ist auch nicht nur ein Bildungsprogramm, schon gar nicht ein politisches Programm. Das ist eine Leistung, die kann in Bühl, die kann in Oldenburg, wo ich lebe, kann die vollbracht werden, erst von wenigen Leuten und dann vielleicht von Netzwerken, die immer größer werden, wenn vor allem diese postwachstumstauglichen, nämlich suffizienten Daseinsformen sichtbar werden für andere, damit andere die Angst davor verlieren, beschämt dazustehen. Wenn sie sagen, ich bin die letzten 5 Jahre nicht mit einem Flugzeug irgendwo hingefahren, geflogen, um Urlaub zu verbringen, sondern war im Schwarzwald oder auf Spiekeroog oder an der Ostseeküste. Ich habe ein Smartphone, das ist 5 Jahre alt und habe gar kein Smartphone. Ich teile mit meinem Nachbarn Auto. Nicht beschämt zu sein, wenn man dies zugibt oder wenn man Klamotten trägt, die vielleicht nicht mehr besonders schick sind. Dies auszuhalten, das ist die Übung. Und die Übung gelingt am ehesten in Gruppen, weil der Mensch, ob wir es wollen oder nicht, ein soziales Wesen ist. Die Befähigung, Angst und Scham zu überwinden, ist ein Gruppenprozess. Ja? Okay, ich möchte jetzt noch ganz zum Schluss auf die Angebotsseite einer Postwachstumsökonomie zu sprechen kommen. Wie müssen wir die Produktion, die Versorgung, also Erzeugung von Gütern so verändern, dass wir die 3 von mir benannten Wachstumsgrenzen, die ökologischen, die substanziellen und die psychischen, dass wir die meistern können? Und da mache ich es ganz schnell und einfach, weil ich glaube, dass die meisten von Ihnen, die etwas Fantasie haben, sich leicht vorstellen können, wie das zumindest in einem groben Umriss aussehen könnte. Selbstverständlich
ist die globalisierte, technisch aufgerüstete Industrie zurückzubauen, weil sie aufgrund der von mir beschriebenen Wachstumsgrenzen unrettbar ist, nicht mehr wünschenswert ist und vor allem nicht mehr verantwortbar ist. Das waren ja die drei Logiken der Wachstumsgrenzen, die ich Ihnen hier heute vorgestellt habe. Aber wir können auch nicht ganz auf Industrie verzichten. Auch hier gilt es quasi, was die Industrieproduktion anbelangt, ein menschliches Maß anzupeilen, so dass wir modernen Fortschritt immer noch nutzen können, aber eben in einer sich selbst begrenzenden Form. Nehmen wir mal an, wir würden die moderne Industrieproduktion schrittweise, nicht von heute auf morgen, schrittweise um 50% reduzieren. Wie könnten wir dann den drohenden Mangel an industrieller Güterversorgung irgendwie aushalten? Es gibt drei Antworten darauf, die gebe ich Ihnen zum Schluss noch. Dann haben Sie es geschafft für heute. Erstens, das Suffizienzprinzip, das muss ich nicht nochmal erläutern. Zweitens, eine stärkere Regionalökonomie. Regionalökonomische Versorgungssysteme bedeuten, möglichst materielos auf kurzem Weg Grundbedürfnisse zu befriedigen. Unternehmungen, die beispielsweise sich darauf spezialisieren, durch Reparatur und Instandhaltung die Nutzungsdauer der Güter zu verdoppeln, mit denen wir uns umgeben, tragen dazu bei, dass wir weiterhin moderne Güter nutzen, aber nur noch die Hälfte davon brauchen. Also brauchen wir auch nur noch die Hälfte an Geld und die Hälfte an Arbeitszeit, sodass der Verlust an Arbeitsplätzen und Einkommen, wenn wir die konventionelle Wirtschaft zurückbauen, erträglich sein könnte. Und dann gibt es ganz zum Schluss noch eine dritte Drainage, die wir legen können, nämlich die reine Selbstversorgung. Was benötigen Menschen, um sich in einer modernen Gesellschaft selbst zu versorgen? Zunächst einmal klingt es ja altertümlich, Subsistenz- oder Selbstversorgungspraktiken an den Tag zu legen. Genau genommen sind es drei Ressourcen, über die jemand verfügen muss, damit er oder sie ein Leben als Prosument führen kann. Zunächst einmal eigene Zeit. Und die eigene Zeit wird ja genau dann frei, wenn wir die moderne, globalisierte und hochtechnisch und kapitalmäßig aufgerüstete Wirtschaft zurückbauen. Das zweite ist eine veränderte Kompetenz, nämlich mehr handwerkliche Fähigkeiten, um in der Lage zu sein, mit Produkten anders umzugehen, sie vor allem eben instand zu halten und zu reparieren. Aber dieses Handwerk brauche ich auch, wenn ich einen Gemeinschaftsgarten beispielsweise bewirtschafte oder aus alten Dingen, die vermeintlich kaputt gegangen sind, etwas Neues schaffe, indem ich sie demontiere und die funktionsfähigen Module oder Bestandteile so zusammenfüge, dass etwas Nutzbares daraus wird. Und die dritte wichtige Ressource, die ein Selbstversorger oder Prosument benötigt, das ist soziale Vernetzung. Denn ein Mensch alleine kann nicht zusätzlich zu einem 20-Stunden-Einkommen all die Leistungen erbringen im Sinne von Selbstversorgung, die man in einer modernen Welt braucht, aber in Netzen zu 5, 10 oder 20 Personen, also in Prosumentennetzwerken, kann man sich austauschen und kann die vielen Synergieeffekte nutzbar machen, die darin bestehen, dass jeder Mensch andere Neigungen und Fähigkeiten hat, wenn es darum geht, selbst zu produzieren, gemeinschaftlich zu nutzen oder Dinge eben auch zu reparieren. Lokale, regionale Netzwerke von sogenannten Prosumenten, das sind Lebewesen, die sich selbst versorgen, können einen Teil dessen auffangen oder kompensieren, was wir nicht mehr haben, wenn eben die konventionelle, technisch hochgerüstete Wirtschaft um 50% reduziert wird. Was tut ein Prosument? Ein Prosument ist gut gebildet, arbeitet aber nur noch 20 Stunden und ergänzt die Waren, die er sich kaufen kann für das Einkommen, das aus diesen 20 Stunden resultiert, ergänzt dies durch eigene Produktion, durch gemeinschaftliche Nutzung und durch die Reparatur der Dinge, mit denen Mann oder Frau sich umgibt. Auf diese Weise wird nicht nur erreicht, dass wir vielleicht zukünftig mit 2,7 Tonnen CO2 klarkommen, sondern dass wir viel, viel weniger Antidepressiva benötigen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Teleakademie war heute beim Zukunftsmarkt 2015 in Bühl. Es sprach Professor Dr. Nico Pech zum Thema Befreiung vom Überfluss auf dem Weg in die Postwachstumsökonomie.